Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute geht es Blue Bricks mal richtig ans Leder. Und zwar habe ich hier meinen Proxon liegen. Damit werde ich heute den Borg-Cube zerstören. Und zwar, weil ich Beleuchtung einbauen möchte. Und dafür muss ich ein paar Löcher bohren. Dafür habe ich hier so einen kleinen, wie so einen Zahnarztbohrer. Und den baue ich da jetzt rein oder ziehe ihn jetzt in das, wie nennt man das jetzt, in diese Aufnahme rein, in dieses Gewinde. Und ja, dann bohre ich hier ein paar Löcher in den Borg-Cube. Ich muss nur mal kurz den Wäscheständer hinter meinem Tisch wegstellen, weil der sieht in den Aufnahmen echt schrecklich aus, wenn ich ihn reinkriegen würde hier. Demnach muss ich den mal kurz wegpacken. Gut, ja, ich bohre jetzt ein paar Löcher und dann bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht, wenn es leuchtet. Gut, ihr werdet wahrscheinlich auch denken, was hat denn der Verrückte jetzt schon wieder vor? Also, ja, ich zerstöre heute ein 40-Euro-Set und da werde ich viel Spaß dran haben, muss ich sagen, weil wir bauen da jetzt im Prinzip diese kleinen transparenten Steinchen ab. Ich bohre da jeweils mit dem Proxon einmal durch und bin dann sehr, sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es leuchtet. Deswegen werde ich diese ganzen Plates jetzt erstmal abnehmen und dann diese transparenten Steine wieder rausnehmen, Löcher durchbohren, das Ganze wieder zusammensetzen, Licht einbauen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ja, in den Kommentaren haben einige von euch auch gesagt, dass man diese Plates hinten abbauen soll an der Wand hier. Das hält dann, wenn das fertig gebaut ist, auch ganz gut. Ich baue jetzt trotzdem zur Sicherheit noch ein paar kleine Plates drunter, damit ein bisschen Stabilität da ist. Mache ich links und rechts jeweils einmal, damit das ganze Ding ein bisschen besser zusammenhält. Das werde ich bei all diesen Wänden machen, damit sie diese Biegung nicht mehr haben. Weil durch diese langen 2x16 Plates, 2x14 Plates, 2x12, keine Ahnung, wie viele das jetzt sind, da entsteht eine extreme Spannung auf diesen Wänden. Und die nehme ich jetzt im Prinzip weg, weil ich diese Plates entferne. Ich hoffe, dass es jetzt durch diese kleinen Plates, die 1x6, 1x8, ein bisschen weniger Spannung erzeugt. Bin ich sehr gespannt. Dadurch habe ich aber auch mehr Platz, um zu bohren, weil die Plates da nicht stören. Die muss ich da nicht kaputt bohren. Und ich habe trotzdem ein bisschen Stabilität in den Wänden. Gut, das werde ich jetzt mal machen. Ich werde jetzt mal in der Deckenplatte die ersten Löcher reinbohren und bin sehr gespannt. So, dann starten wir mal. Hier oben habe ich die erste Käseecke rausgenommen. Ah, jetzt rubbelt sich das auseinander. Okay, ihr seht es gerade, es fällt mir jetzt auseinander. Ich werde es jetzt erstmal sichern, bevor ich weiter bohre. Aber das erste Loch ist drin. Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Es macht ein bisschen Dreck, aber das fegen wir nachher weg. So, da seht ihr es, ein Loch ist drin. Alle schreien jetzt auf, oh mein Gott, er hat Löcher in eine Plate gebohrt. Es ist mir völlig egal und ich habe Spaß dabei. So, ich setze das hier einmal wieder zusammen, werde jetzt kurz das unten einmal sichern. Jetzt ist mir hier irgendwie so ein Grill abgefallen. Ich habe keine Ahnung, wo er herkam. Das ist wirklich richtig doof. Wo kam denn dieser Grill jetzt her? Es könnte sein, dass er hier saß. Ich weiß es nicht. Ich mache ihn einfach da rein. Okay, gut. Ich werde mal kurz die Plate unterbauen und dann werde ich das jetzt über diese ganze Fläche hier spaßigerweise machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann sehen wir uns im Prinzip wieder, wenn ich all diese Wände hier des Cubes durchgebohrt habe. So, nicht wundern über das etwas schummrige Licht, das ist beabsichtigt. Ich habe eine Lichterkette drin, die allerdings blau, lila, warm, weiß, grünlich ein bisschen gemischt ist. Das sieht aber ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Man könnte jetzt natürlich noch eine warm-weiß Lichterkette reinpacken. Es ist eine kleine, kurze Lichterkette mit einer Batteriebox dran. Also einfach nur, keine Ahnung, was das ist, Meter auch nicht mal, 60 cm Lichterkette und dann halt eine Batteriebox dran. Und das sieht ziemlich gut aus. Ich werde jetzt mal das Licht ausschalten und hoffe, dass man was erkennen kann. Also ich hoffe, man kann es sehen.
So sieht das Ganze dann momentan aus. Ich habe nur die Seiten links und rechts und vorne und oben und unten gemacht. Das finde ich durchaus ausreichend. Ich nehme das mal kurz hier in die Hand, versuche es mal von oben einzufangen. Also es sieht wirklich cool aus. Ich werde jetzt mal ein bisschen Licht im Hintergrund anmachen, damit wir das vielleicht ein bisschen besser sehen können. Also es ist wirklich super schwer einzufangen, ihr seht es. Aber es sieht wirklich im echt mega genial aus. Ich habe immer nur die Noppe ausgebohrt. Hier habe ich dann manchmal vier Noppen ausgebohrt und in der Mitte noch reingebohrt bei diesen Stellen. Das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Er stellt natürlich nicht richtig scharf, aber das hat echt Stil, muss ich wirklich sagen. Dreh das Ganze nochmal. Wie gesagt, unten habe ich gelassen und hier hinten habe ich es auch gelassen. Da habe ich nichts durchgebohrt, weil es die Rückseite ist. Es sieht sogar gut aus, wenn es durch diese Ritzen der Klemmbausteine leuchtet. Also das kommt vielleicht nicht ganz so zur Geltung, aber das sieht, wenn man auf den Würfel guckt, wirklich extremst gut aus. Das ist echt schick und ich bin wirklich begeistert, was für eine Optik dadurch erzeugt wird. Jetzt wäre natürlich perfekt, USB-Lichterkette, die man irgendwo an USB-Steckdose ransteckt und dann hat man da wirklich eine richtig, richtig coole Optik. Ich bin sehr angetan und begeistert. Ich zeige euch jetzt nochmal die Batteriebox und mache das ganze Ding nochmal auf, damit wir mal von innen reingucken können. So, da könnt ihr sehen, wie es von innen aussieht. Ich lasse jetzt extra die Lightbox weg und habe nur die Tischbeleuchtung an, damit ihr es einigermaßen sehen könnt. Eine Batteriebox mit einfach Lichtern, warm, weiß, blau, lila und grün, macht einen schönen Effekt, muss ich sagen. Also vielleicht wäre sogar eine reine grüne Lichterkette die beste Variante, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass der so schimmert. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich werde aber noch eine USB-Lösung für suchen und mir das dann so ins Regal stellen. Ich bin wirklich angetan davon. Also es hat nicht allzu lange gedauert. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde Löcher gebohrt, all diese Trans-Clear-Steine abgenommen und dann da halt reingebohrt. Und das sieht wirklich toll aus. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet, ob ihr das auch schon gemacht habt. Und lasst gerne ein Abo da. Wer es noch nicht getan hat, würde mich tierisch freuen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.